Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch einen Tipp geben für Tourenbike-Pedale. Und zwar fahre ich seit Jahren schon die MagPad-Pedale. Das sind Pedale, die sich mit Magnet mit den Schuhen verbinden. Ich hatte auch mal eine Zeit lang SPD-Pedale gefahren, aber ich hatte da echt immer so eine Panik, da rauszukommen. Und mit diesen magnetischen Pedalen ist es wirklich, ihr tappt oben aufs Pedal und um rauszukommen, dreht ihr einfach den Fuß ein bisschen zur Seite. Im Prinzip schon so wie bei SPD-Pedalen, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, man ist so festgefangen. Ich persönlich finde das ein richtig geniales System, weil ihr eine feste Verbindung mit dem Pedal habt. Das heißt, ihr habt eine viel bessere Kraftübertragung und ihr könnt 360 Grad könnt ihr natürlich nicht nutzen von der Kraft. Aber im Vergleich zu einem normalen Pedal, wo ihr nur diese Downphase als Kraftübertragung nutzen könnt und quasi die Abphase überhaupt nicht nutzen könnt, könnt ihr jetzt hier fast 360 Grad komplett die Kraft nutzen. Was natürlich viel effizienter beim Fahren ist, was viel weniger Belastung auf den Knien und auf den Fußgelenken ist. Der Fuß steht immer in der richtigen Position. Ihr seid fest mit dem Pedal verbunden. Und bergauf ist es, da merkt ihr es am meisten, gut beim E-Bike jetzt nicht so sehr, aber wenn ihr ohne Unterstützung fährt oder wenn ihr mit Eco-Unterstützung berghoch fahrt, dann werdet ihr das auch schon wirklich extremst merken. Ich nehme euch jetzt mal näher ran und dann gucken wir uns das ganze Pedal mal an. So, das Pedal sieht so aus. Das ist die Sportausführung, aber eine alte. Mittlerweile gibt es schon eine neue. Da gibt es verschiedene Farben und hier diese Abstandhalter, die sind anders. Die habt ihr jetzt in zwei verschiedenen Längen. Da seid ihr variabler. Hier ist der Magnet. Ich habe das 150er System. Es gibt noch in 100 und in 200. Hängt ein bisschen vom Gewicht ab oder auch vom Gelände, wo ihr fahrt. Ich würde zum Beispiel einem Mountainbike eher 200er verbauen, aber hier die 150er, die sind richtig super, wenn ihr lange Touren fahrt. Da reichen die alle Male, egal ob am Berg oder auf normaler Strecke. Dazu bekommt ihr so Magnetplatten. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, hier drunter ist so ein kleiner Abstandhalter, damit man relativ hoch kommt, weil ihr seht, der Magnet muss ja hier unten in dieses Loch rein können und eine feste Verbindung eingehen. Und da müsst ihr auch gucken, dass wenn der Schuh verbunden ist, ihr seht, ich kann ihn jetzt hier nicht drehen, ohne kräftige Gewalt einzuwirken. Wenn er sich leicht bewegen lässt, dann müsst ihr die Magneten ein bisschen noch nach oben stellen. Jetzt. Ach, ja, gut, ihr seht, es hält. Und was anders ist im Vergleich zu normalen SPD-Pedalen, ihr müsst es weiter nach hinten machen. Also dieser Magnet ist relativ weit hinten. Ich glaube, bei mir ist er auf der letzten Stelle, weil ihr gucken müsst, dass hier der Knochen eigentlich über der Achse ist. Also da so ist eine Idealeinstellung und dann könnt ihr immer noch gucken, wie es für euch am bequemsten ist und ein bisschen millimeterweise immer mal wieder verstellen. Aber sonst zieht ihr das Ganze fest. Das Schöne an dem Einmagnetensystem hier ist, der Magnet hängt immer nach unten, wenn ich nicht im Pedal bin. Wenn ich jetzt an der Ampel stehe und ich jetzt quasi den Fuß nach vorne bewege, dann, gut, wenn es jetzt am Bein ist, dann geht es besser. Hier ist es ein bisschen schwieriger zu zeigen. Dann bin ich im Magneten drin und wenn ich von vorne nach hinten gehe, dann kann ich dieses Flat-Pedal nutzen. Also ich muss mich nicht immer einklicken. Ich kann es situationsbedingt machen. Wenn ich weiß, ich habe viel Stop and Go direkt hintereinander, dann klicke ich mich nicht ein, dann steige ich quasi so ein. Und wenn ich weiß, ich fahre jetzt längere Strecken, dann mache ich diesen und bin dann im Pedal und kann dann, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, sowohl die Zugphase nach oben nutzen und die Druckphase nach unten. Und das ist wirklich sehr, sehr viel angenehmer. Und ich finde, es ist deutlich angenehmer, als mit SPD-Pedalen zu fahren. Ich hatte vorher auch diese Dual-Pedale dran, wo man sich entweder einklickt oder man hat ein flaches Pedal gehabt. Aber ich fühle mich mit diesen Schuhen oder besser gesagt mit diesen Pedalen viel sicherer als mit SPD-Pedalen. Und für lange Touren finde ich sie einfach ideal. Ich habe hier den Velo Samba Schuh von Adidas. Ihr müsst darauf achten, dass das Profil
relativ glatt ist, weil sonst steht zum Beispiel, wenn ihr ein hohes Profil habt und hier diese Zähnchen stehen auf dem hohen Profil, dann kommt ihr nicht nah genug an den Magneten ran, dann habt ihr keine richtig gute Verbindung. Und so mit flacheren Profil habt ihr immer eine ideale Verbindung, eine richtig feste Verbindung, und da kommt ihr eigentlich auch so, selbst wenn ihr am Berg richtig hoch zieht nach vorne, dann kommt ihr da auch nicht raus. Das ist wirklich nur, wenn ihr dann diese seitliche Bewegung macht, dann kommt ihr aus dem Pedal raus. Und das ist am besten, je flacher das Profil ist. Und ich finde es auch angenehm, man kann mit den Schuhen auch richtig gut gehen, weil die Magnetplatte ist hier unten drunter im Profil quasi drin. Man kann damit gehen, ich würde damit jetzt nicht kilometerweise lange Wanderungen machen, aber sie fühlen sich im Prinzip ein bisschen an wie Sportschuhe, bloß dass das hier ein bisschen härter ist. Was ein Problem ist, wenn ihr jetzt hier super viel Matsch hättet, wenn ihr irgendwo, ich sag mal, Offroad gefahren seid oder durch eine Matschpfütze gefahren seid und habt jetzt hier alles voll Matsch, dann ist es manchmal schwierig, dass der Magnet einen richtigen Kontakt bekommt. Dann solltet ihr sehen, dass ihr den Matsch vorher ein bisschen rauskratzt oder so, dass da halt nicht so viel Zeug zwischen ist, weil logischerweise, wenn ich hier eine Matschschicht drauf habe, dann kann ich natürlich auch keine direkte Verbindung kriegen. Aber ganz ehrlich, ich fahre nicht durch Matsch und ich habe auch noch nie so viel Dreck unterm Schuh gehabt. Aber wenn ihr Mountainbike fahrt, solltet ihr das im Hinterkopf haben. Aber wenn ich mein SPD-Pedal auch voll gematscht habe, kann ich mich auch schlechter einklicken, wenn da kleine Steinchen oder Matsch oder sonst irgendwas zwischen ist. Also da ist es, glaube ich, auch das Gleiche. Also von daher, bei beiden müsst ihr es ein bisschen sauber machen. Ich finde das System super und ich möchte meine MacPads nicht mehr missen. Der einzige Nachteil hier bei denen ist, eigentlich müssen wir in Deutschland hier Reflektoren dran haben. Es gibt welche von MacPad, aber an meine Pedale konnte ich sie jetzt nicht nachrüsten. Es gibt aber Pedale, da kann man sie dran machen, oder vielleicht passen sie mittlerweile auch an jedes MacPad-Pedal, weil es halt in Deutschland Pflicht ist. Ganz ehrlich, ich fahre seit über 50 Jahren Fahrrad. Ich bin noch nie in eine Fahrradkontrolle gekommen. Und von daher würde ich das riskieren und dann zur Not auch die Strafe zahlen, weil sonst habe ich alles vorschriftsmäßig am Rad. So, ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Schreibt mal drunter, ob ihr die Pedale auch nutzt oder, ja, wenn ja, ob sie euch gefallen oder was euch nicht so dran gefällt. Und ich bin mal gespannt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Gebt mir gerne ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.